Ich habe ja nicht gelogen, ich habe ja immer die Wahrheit gesagt, aber ich lasse mich halt auch nicht verbiegen und ich lasse mich nicht einschüchtern. Und die Leute sagen auch immer, wo nehmen Sie denn Ihren Mut her? Und ich sage, das ist der Mut der Verzweifelten. Ich sage, ich möchte so eine Welt. Ich habe 3 Kinder, ich habe 4 Enkelkinder und ich habe 80 bis 90% Kinder und Jugendliche in Behandlung. Ich möchte den Kindern nicht so eine dystopische Welt hinterlassen, wie sie gerade gebaut wird hier. Also es droht mir Approbationsentzug, Berufsverbot. Bis zu 2 Jahre Gefängnis wegen der Ausstellung von Gefälligkeitsattesten oder unrichtigen Gesundheitszeugnissen, wie Sie das dann sagen, und eben hohe Geldstrafen. Also ein Kollege von mir aus Bamberg, dem hatten Sie, glaube ich, über 30.000 Euro für 5 oder 6 Massenbefreiungsatteste angedroht. Ne? Der ist auch in Revision dann gegangen und ja. Macht Sie das nicht ängstlich? Also Ich bin kein ängstlicher Mensch. Ich komme aus der ehemaligen DDR. Ich bin aus der DDR geflüchtet im September 89 mit meinem damaligen Mann, mit unserer kleinen Tochter. Die ist damals 11 Monate alt gewesen im kleinen grünen Trabi. Und wir standen an Grenzen, wo sie wirklich mit dem Maschinengewehr standen und wo wir gesagt haben, ne, wir müssen jetzt hier durch. Wir haben ein Visum für Ungarn und sind über Ungarn, Österreich dann in die Bundesrepublik geflüchtet im September 89. Hallo, liebe Zuschauer. Da uns YouTube ja massiv zensiert, können wir hier keine kritischen Inhalte mehr zeigen. Deswegen könnt ihr weiterschauen auf der Internetseite kai-stut.com. Dort werdet ihr alle alten Videos und auch die neuen finden. Ich wünsche euch viel Spaß, euer Kai Stut.